Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Lieben, ich wollte heute das Thema Einreisen in die Türkei mit Hund oder mit Katze eingehen. Und ich habe da was im Internet gefunden, und zwar von der Seite von ADAC. Und ich möchte diese gerne für euch mal kurz vorlesen. Es kann ja sein, dass es ja auch den einen oder anderen interessiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mal so ein kurzes Video für euch mache. Alles klar, dann fange ich mal an. Also Ausweise und Kennzeichnungen. Der EU-Heimtierausweis ist erforderlich. Im EU-Heimtierausweis muss die Kennzeichnung des Tieres durch Mikrochip eingetragen sein. Die Kennzeichnung durch eine bis 2.7.2011 vorgenommene, gut lesbare Tätowierung wird ebenfalls anerkannt. Impfungen. Im EU-Heimtierausweis müssen eingetragen sein, eine bei Einreise mindestens 15 Tage alte Tollwutimpfung, ein höchstens 15 Tage vor der Einreise ausgestelltes Gesundheitszeugnis, bei Hunden außerdem mindestens 15 Tage vor der Einreise durchgeführte Impfungen, Behandlungen gegen Parvovirose, Distemper, in Klammer Staupe, Hepatitis und Leptospirose. Die Immunitätsdauer vorher angetragener Impfung darf nicht überschritten sein. Ja, dann haben wir hier noch weitere Regelungen. Für die Wiedereinreise aus der Türkei in die EU, Rückreise ist ein Tollwut-Antikörpernachweis erforderlich, der noch in Deutschland frühestens 30 Tage nach der Impfung durchgeführt und ebenso im EU-Heimtierausweis bestätigt sein muss. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ein kurzes Video zum Thema Hund und Katze, und vielleicht, ja, wie gesagt, interessiert das Thema ja den einen oder anderen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet, kommentieren, und für neue Zuschauer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke, euer Fatih. Ciao.